So, da bin ich wieder in meiner Werkstatt und heute mache ich mal wieder was ganz Spezielles. Und zwar habe ich hier einen E-Öffner. Das ist ein elektrisches Teil. Wenn man auf einen Summer drückt oder auf eine Taste drückt, dann bewegt sich dieses Teil hier und öffnet die Tür. Also in einem Mehrfamilienhaus. Wenn man da in der dritten Etage wohnt und man möchte nicht runterlaufen, drückt man ja auf so ein kleines Knöpfchen. Entweder an der Sprechanlage oder irgendwie an der Tür ist da was. Dann summt das unten und die Tür geht auf. Was wir heute machen, ist hierfür ein Schließblech. Gut, ich könnte mir eins kaufen und das dann dies einfach reinschrauben und fertig machen und schon ist die Sache erledigt. Das geht aber in diesem Falle nicht, weil das Schließblech länger sein muss als das, was man im Handel bekommt. Um sowas selber zu machen, ist also ganz, ganz einfach. Man nimmt ein Flachstahl, so wie diesen hier. Und da wird das Ganze dann praktisch eingearbeitet oder hier ausgeschnitten. Da das Schließblech nach oben hin eine gewisse Länge haben muss, ist es so, dass ich dementsprechend viel Platz lasse jetzt hier und werde das nachher vor Ort abschneiden und nach unten genau das Gleiche. Was nicht so wichtig ist und was wir nicht brauchen, die Tür soll nicht abgeschlossen werden. Das heißt, in dem unteren Bereich, wo man eigentlich schließen könnte, das werden wir nicht aussparen, das werden wir einfach so wie hier lassen. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, das zu machen. Das eine ist einmal, ich nehme hier das Maß, was ich hier habe. Das sind in diesem Fall 47 mm. Zeichne das hier einmal an und kann das dann mit der Reißnadel hier anreißen. Oder ich habe so ein Winkelteil, da ist das ja hier schon drauf. Und da kann ich also einfach beigehen, das ranhalten. Oder noch besser, wir nehmen hier so eine Grippzange ist das. Können wir das Ganze denn drauf einmal justieren? Mal sehen. Ein bisschen weniger, so. Und dann ist das einmal fest. Ja, ein bisschen mehr noch Spannung drauf geben. So. Und jetzt kann ich hier einmal die Anreißnadel nehmen. Und kann das Ganze anreißen. So, das war's schon. Dann können wir das Ganze wieder entnehmen. Und jetzt haben wir, ich glaube, das kann man jetzt nicht so gut sehen, jetzt haben wir hier ganz genau die Markierung, die ich brauche, um dieses Teil hier nachher einzupassen. So, dieses Teil hier werden wir jetzt ausklinken und das zeige ich dann gleich mal, wie das Ganze aussieht. So, hier habe ich jetzt die Löcher gebohrt, damit ich nicht so viel ausfeilen muss. Und die schlage ich jetzt eben raus, das Material. Und danach werde ich den Rest runterfeilen auf Maß. Das geht eigentlich ziemlich schnell. Und dann haben wir das schon so weit, dass man das fast fertig benutzen kann. So, das mache ich jetzt eben fertig und dann zeige ich gleich, wie das Ganze aussieht.
So, hier habe ich das ausgeschlagen und jetzt werde ich beigehen und die Feinarbeit machen und dann zeige ich gleich mal, wie so der Fortschritt ist und wie das Ganze gleich so funktioniert. So, das ist jetzt unser Schließblech. Das ist fertig für den IFFI-Öffner, also für diesen elektrischen Türöffner. Und das haben wir hier alles ausgespart, damit das dementsprechend fertig ist. Das ist ein dickes Material von 5 mm, ein 4,4 mm, also ist jetzt 4 mm stark. Das ist ja, ein Sicherheitsschließblech. Hier könnten wir jetzt noch die Einsparung machen für den Riegel, was aber in diesem Fall natürlich nicht sein soll. Und hier nach oben hin haben wir auch genügend Platz, weil das Loch geht bis hierhin bei der Tür, das ist rausgebrochen und dann haben wir hier noch genügend Material, um das wieder festzumachen. Wir fertigen diese Schließbleche in Eigenproduktion und wir machen das Ganze nach Wunsch des Kunden. Das heißt, hier vorne ist dann ausgefräst, hier auf Wunsch des Kunden, wenn er möchte, nachher auch. Und nach oben und eben halt auch nach unten haben wir dann so viel Platz, wie der Kunde ganz gerne haben möchte. So, das Ganze wird jetzt nun eingebaut. So wird das nachher in der Tür sitzen. Kommen die beiden Schrauben rein. Also dieses Schließblech, das drückt so schnell keiner raus. Das ist also, wenn das nachher eingebaut ist, richtig stabil alles. Schon allein aufgrund der Dicke. Denn das normale Schließblech, also das ist jetzt hier ja ein Wickelschließblech, aber das normale hat ja nur eine Stärke von 2 mm. Und dieses hier hat eine Stärke von 4 mm. Wir können natürlich auch einen Fünfer machen. Wir können das Ganze hier auch in diesem Bereich noch ein bisschen ausschleifen, damit der E-Öffner weiter nach vorne kommt. Das würde aber das Material dann schwächen, das wäre nicht so ratsam. Ja, wenn wir dieses jetzt hier eingebaut haben, ist es erheblich sicherer als das andere, was sie rausgebrochen haben. Und wie gesagt, man kann das befestigen, wo man möchte. Die Löcher werden dann nachträglich gebohrt, entweder auf Wunsch des Kunden an den richtigen Positionen oder in diesem Fall da, wo wir sie brauchen. Ja, wenn Sie auch mal sowas benötigen, wir machen Ihnen das gerne nach, bauen Ihnen dies. Es ist so, dass die Fertigung dauert, circa, wenn man sich das selber machen würde, circa eine halbe Stunde. Also selbst für einen nicht geübten ist das also machbar. Das muss nicht ganz so schön aussehen wie das Original. Wichtig ist nachher die Funktion, wenn man das selber macht. Aber wir machen Ihnen das also komplett fertig, so wie Sie es haben möchten und auch dementsprechend in dieser Funktion, wie es sein soll. Gut, das war mal wieder aus unserer Werkstatt, was wir so alles machen. Selber herstellen, selber produzieren. Wenn Sie sowas benötigen, ein stabiles Schließblech für einen E-Öffner, dann melden Sie sich bei uns, wir fertigen Ihnen das ganz gerne an und schicken Ihnen das dann auch dementsprechend zu.